Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Formel 1 und heute geht's rein ins Rennen mit Singapur und eurem wunderschönen McLaren-Team. Ja, wir sind aktuell relativ gut unterwegs. Nicht unbedingt, was die Einzelergebnisse angeht, aber wir sind im Laufe der Saison ziemlich stark gewesen und gucken mal. Oh, Glückssträhne, vielleicht mal in Sachen Zielplatzierung. Sagen wir mal, Top 10 erreichen wir für die nächsten. Top 11 erreichen wir für die nächsten 5 Rennen. Mit einem Fahrer mindestens. Zwei Fahrer nehme ich da nie, weil wenn einer DNFt, blöd gelaufen. Wir haben aktuell halt wirklich Performance-Einbußen bei unserem Fahrzeug und ich hoffe, dass wir das irgendwie für nächste Saison dann ausgemerzt kriegen. Und ansonsten bin ich auch sehr stolz auf mich, weil ich schaffe es jetzt gerade auch relativ konstant Videos hochzuladen auf beiden Kanälen. Das ist zwar ein bisschen anstrengend, to be honest, aber im Endeffekt, komme ich dann doch irgendwie damit durch und kann da auch relativ gut entspannen trotz allem. Auch wenn es ein bisschen natürlich einen durchaus erstmal fordert. So, wir werden mal hier ein bisschen was noch anpassen. Kurvengeschwindigkeit ist ein bisschen schwierig hier. Mal gucken, ob das so ungefähr passt. Wir werden natürlich Softreifen mitnehmen und keine Mediums. So, Setup haben wir gemacht. Hier können wir auch noch ein bisschen was ändern. Kurvengeschwindigkeit. Ja, wird schon alles irgendwie passen. Probieren wir es erstmal so bei Lando Norris und bei Dennis Hauger. Ja, und gucken wir mal, wie es abgeht. Eine Sache ist mir aufgefallen. Ah, Motorteile wollte ich noch wechseln. Nämlich, dass tatsächlich Motorsport Manager aktuell so richtiges Low hat. Also allgemein irgendwie wenige Leute zocken es mittlerweile. Wenige Leute gucken es auch tatsächlich. Also gut, ist natürlich irgendwo klar, wenn weniger es streamen oder so, dann gucken es auch tendenziell weniger. Aber ich finde es halt sehr, sehr spannend. Ich hoffe, der Sound passt übrigens, weil ich habe ein bisschen was soundtechnisch verändert bei mir. In der Hoffnung, dass da so manche Störgeräusche entfernt werden. Hat leider nicht 100% geholfen. Ist ein bisschen blöd gelaufen, aber was willst du machen? Jetzt muss ich in Zukunft mal gucken, wie ich das eventuell hinbekomme. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es eventuell an dem Thema Grafikkarte liegen könnte. Und dass da durchaus irgendein Spulenfiepen noch mitkommt hin und wieder. Und wie ich das rauskriege. Meine Hoffnung war, wenn ich nicht Soundboard, wenn ich das Mischpult quasi nicht mehr über USB verbinde am PC, dass es dann eventuell passt, wenn ich das über Klinke dann verbinde. Hat wohl nicht geholfen. Ich habe da sogar so einzelne Adapter oder so. Oder nicht Adapter, sondern so Störfilter. Hilft irgendwie alles nichts aktuell. Ist ein bisschen doof, aber wer mit Technik zu tun hat, der weiß wahrscheinlich, Audio ist unfassbar schlimm und schwierig einzustellen. Und Video eigentlich auch. Also, wartet mal, ich mach mal kurz mein Lenkrad aus. Auf jeden Fall durch den Wechsel auf Klinke hat sich jetzt ein bisschen was beim Sound verändert. Das ist halt alles sehr laut gewesen. Ist mir auch irgendwann aufgefallen. Dann habe ich jetzt halt die Windows-Lautstärke allgemein mal sehr stark runtergedreht. Und dadurch ist auch ein bisschen... Moment, ich mache mal kurz einen Soundcheck. Also relativ okay. Aus der Perspektive ist es halt teilweise echt laut. Deswegen muss man das Spiel ein bisschen leiser drehen, als ich es gerne würde. Ja genau, da ist es nämlich jetzt gerade bei mir. Da ist es kurz im gelben Bereich dann auch mal. 81% Setup bei Hauger, das ist not bad. So, wir werden gleich Hauger zurückholen in die Box. Norris können wir eigentlich auch gleich reinholen. Den lasse ich nochmal, der erste Stint soll ruhig einen Ticken länger sein. Der braucht ja eh nicht wirklich was an Streckeneingewöhnung. Oh, es ist schon okay. Bisschen weniger Flügel. Singapur ist ja eigentlich fast schon Full Downforce, ne, würde ich halt sagen. So, sieht aber jetzt schon mal eigentlich ganz gut aus. Die Frage ist, wie es mit der Bremsstabilität sich ändern soll. Vielleicht so ungefähr.
Let's try it out. So, ich bin hyped. Boah, die Reifen bauen nicht ab. 82%. Also ich könnte mit dem Reifensatz auch noch 30 Runden fahren. Wild. In Singapur, na, eine super interessante Strecke. Da gibt es immer wieder schöne Rennen. Das ist auch eine sehr anspruchsvolle Strecke. Aber eigentlich ist es auch eine Strecke, wo man durchaus davon ausgehen könnte, eventuell muss ich bei der Traktion hier noch runter, auch wenn es ein bisschen strange wirkt erstmal, wo man auch, also das würde ich zumindest so vermuten, in Singapur kann man durchaus aber, glaube ich, durch den Reifenabrieb noch was gewinnen. Hätte ich jetzt persönlich tatsächlich ehrlich auch gesagt, so, weil boah, schwierig jetzt hier was zu machen. Wie kriege ich das Übersteuern hoch, ohne durch die Kurvengeschwindigkeit komplett kaputt mache? So? Probieren wir das mal. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Strecke. Ich erinnere mich da zum Beispiel, 2016 war es. Nico Rosberg ist da ziemlich stark unterwegs gewesen und irgendwann ist Daniel Ricciardo auf viel frischeren Reifen sehr, sehr krass rangeschossen und ist dann am Ende, ich glaube in der 1.42, nee, warte mal, das 1.42.5 war glaube ich im Quali, was da gefahren wurde. Ich glaube Nico Rosberg war da 0,7 Zehntel schneller als Ricciardo. Ja, wenn das jetzt alles stimmt, ne? Aber am Ende ist Ricciardo nur eine halbe Sekunde hinter Rosberg ins Ziel gekommen, glaube ich. So, großer Preis von Singapur. Okay, let's go. Kurzer Faktencheck. Nico Rosberg. Haha. Das ist nicht ganz, also aufgerundet. Na gut, aufrunden muss man hier nicht. Aber es sind fast die 0,7 Zehntel gewesen. Und 1,42,5 tatsächlich von Rosberg. Also das ist korrekto. Und im Rennen war es dann tatsächlich die halbe Sekunde. Und Daniel Ricciardo ist halt relativ spät an der Box gewesen und konnte da stark aufholen. Sainz ist gecrashed. Upsi. Nach diesem Rennen hat er 8 Punkte Vorsprung zu Lewis Hamilton. Krass. Autsch. Hui. Ja, Max Verstappen, damals WM 6. Kam ja mitten in der Saison erst zu Red Bull. Hatte 50 Punkte Rückstand zu Daniel Ricciardo. Und Red Bull war trotz allem 15 Punkte vor Ferrari. 2016 war wirklich keine gute Ferrari-Saison. War vielleicht auch die schwächste Ferrari-Saison von Vettel. Der hat da... nein, Hauge hat das Auto weggeworfen. Da hat er einen Hamilton gemacht. 2016 war Vettel auch performancetechnisch nicht so weit weg von Raikkonen zum Beispiel. 2015, 17 und 18 war das Teamduell gegen Raikkonen deutlicher. Ich guck mal auf die Punkte, weil F1 2015 Tabelle, also wie gesagt, da war Vettel sehr deutlich vor Raikkonen. Das waren nämlich 278 zu 150, also fast das Doppelte an Punkten. 2016 war es dann gar nicht deutlich. Da waren es 212 zu 186. Und ich bin mir noch ziemlich sicher, dass Raikkonen das ein oder andere Mal echt Pech hatte. 2017 war es wieder deutlicher. 317 zu 205. Boah, wenn ich mir das anschaue, fällt mir erst wieder auf, wie schwach Kimi in der gesamten Hybrid-Ära war. Der hat sich ja von Alonso schon, ich glaube, 161 zu 55 Punkte bügeln lassen 2014. Und es wurde nicht viel besser. Gegen Vettel ist er nie so unterlegen gewesen wie gegen Alonso. Ich habe schon mal meine Theorie geäußert, dass ich glaube, dass ein Alonso... Das war schlecht. Ich habe schon mal meine Theorie geäußert, dass ich glaube, dass ein Alonso schlicht und ergreifend... oder sagen wir so, dass Vettel nicht so extrem hypergut war in der Hybrid-Ära. Aber wie schwach Raikkonen wirklich war, ist insane. Also... Oh, Mann. Und 2018 könnte es wieder ein bisschen enger geworden sein. Das war... Also 2017 hatte Vettel punktuell... Ich muss hier wieder mehr Flüge mitnehmen? Okay.
2017 hatte Vettel punktuell mal ein paar Fehler gemacht. Aber 2018 war dann irgendwann wirklich der Wurm drin, weißt du? Da kam halt wirklich... Boah, das war teilweise unangenehm anzuschauen, wie oft da Kleinholz rumgeflogen ist. Ich hoffe, dass das Setup jetzt gut passt. Merken wir uns, 73% Vertrauen beim Setup hier. Setup wurde übernommen. Alonsos auch. Ja, ich double-checke das gerne mal, weil das Spiel hat mich das ein oder andere Mal schon ein bisschen veräppelt. 2018 wurde es, glaube ich, wieder ein bisschen deutlicher. Weniger deutlich. 320 zu 251. Also im Vorjahr war es ja noch, glaube ich, 305? Nee, 317. 317 zu 205, also 112 Punkte Differenz. Vettel hat rund 50% mehr gepunktet als Raikkonen. Also krass. Und im Jahr darauf waren es halt 320 zu 251. Also ich find's krass, dass Vettel da wirklich nur ein DNF hatte mit Deutschland, aber es gab halt etliche Kollisionen. Also er ist ja sogar in Austin mit Ricciardo kollidiert. Er ist in Monza mit Hamilton kollidiert. Er ist in Japan mit Verstappen, war es, glaube ich, kollidiert. Insgesamt halt wirklich keine optimale Saison. Da waren halt relativ viele Schnitzer drin. Er hat ja auch in Baku sich, glaube ich, mal verbremst dann auch. Also einige Sachen, die da ein bisschen schief gegangen sind. Aber sagen wir mal so, es ist eigentlich auch egal wie. Also mir ist ehrlich gesagt egal, auch wenn ich immer wieder sage, ey, ich glaube, Vettel hat allgemein ein Problem mit den Hybridautos gehabt. Es ist eigentlich relativ egal, wenn man mal Vettels Karriere zusammenfassen will, weil ja, er hatte eine Zeit, in der er nicht mehr so erfolgreich war, in der er auch nicht so fehlerfrei war, aber er hatte auch einfach eine Zeit, wo er richtig gut war. Und er wird halt einfach als Legende dieses Sports eingehen in die Geschichte. Und das ist mehr als quasi fast jeder andere Fahrer erreicht hat. Er ist ja so gesehen nach... Gut, wenn man WM-Titel als ersten Maßstab nimmt und Rennsiege dann als zweiten Maßstab, dann ist er ja nach Hamilton, Schumacher und Fangio der vierterfolgreichste Fahrer. Ja, Prost hatte weniger Rennen. Dies, das, Ananas. Ja, ist korrekt. Aber nonetheless, super Erfolge gefeiert. Einfach nur Props an Vettel, weil es halt trotz allem eine starke Karriere. Es ist einfach eine gigantisch gute Karriere. Und das habe ich halt irgendwie auch nie verstanden in den letzten Jahren, wenn Leute versuchen, das klein zu reden. Also ich verstehe ja durchaus, oder auch wenn Leute das bei anderen Fahrern versuchen, klein zu reden. Ich verstehe durchaus, wenn man sagt, ey, ich finde den einen Fahrer cooler als den anderen. Aber und ich verstehe auch, wenn man Kritik ausüben kann, ja, wenn jemand jetzt sagt, ey, ich glaube, dieser Fahrer ist vielleicht nicht mehr da, wo er mal war oder so, an seinem Peak oder sonst was. Ich verstehe so manches, ja, da, was man da kommentieren kann. Aber ich verstehe halt nicht die Kommentare, der Vettel, der hat noch nie was gerissen oder sonst was. Weil selbst wenn man das halt so sieht, wie ich das sehe, dass er halt mit Hybridautos so ein bisschen seine Probleme hat und dass ihm vielleicht dieses ganz, ganz stabile Heck der V8-Autos, die halt eben nicht so ganz viel Drehmoment hatten, dafür halt aber und auch nicht so viel Leistung hatten, aber dafür unfassbaren Abtrieb trotzdem für diese Dimension generiert haben, dass ihm das vielleicht ein bisschen gefehlt hat. Selbst wenn man das jetzt so sieht, wie ich das sehe, dann muss man trotz allem doch eigentlich die erfolgreichen Zeiten von Vettel doch sehr, 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 sehr positiv sehen. Ja, und ich bleibe dabei. Ein toller Fahrer, tolle Karriere. Also, es kommt jetzt zwar noch vor Abu Dhabi, aber es ist ja bald leider vorbei mit Sepp. Und Anfang der Saison war er wirklich, wirklich unmotiviert gefühlt. Also es wirkte sehr... Ja, weiß nicht, ob man sich das geben muss oder nicht so. Kann ich auch irgendwo verstehen, wenn dein Team halt wirklich von Platz 4 der KWM vor noch zwei Saisons abrutscht dann auf
Wobei, war Racing Point auf Platz 3 oder 4 2020? Ich muss gerade nochmal schauen. Vielleicht sogar Platz 3. Nee, da war wirklich McLaren, wie ich es auch im Kopf hatte tatsächlich. Platz 4 war Racing Point. Und dann ging es da runter, ich glaube, auf Platz 6 im letzten Jahr. Nee, 7 sogar. Oh. Und zwar ziemlich deutlich. Alpha Tauri war deutlich. Stimmt, der Alpha Tauri war letztes Jahr ein Biest. Das war sogar die Zeit, wo ich mir gewünscht habe, dass Verstappen ein Rennen vor Schluss, oh, Unfall mit mehreren Autos, die WM holt, damit er im letzten Rennen vielleicht beim Alpha Tauri antreten kann. Hätte ich lustig gefunden, weil ich habe echt die Vermutung gehabt. Oh Gott. Apropos Alpha Tauri. Upsi. Ich hatte die Vermutung, dass der Alpha Tauri durchaus schon das drittstärkste Auto im Feld war. Immer wieder mal zumindest. Zum Beispiel auch in Bahrain, glaube ich. Und da hat sich halt leider Pierre Gasly versiebt, weil er halt direkt da das Auto gebongt hat. Erklärt auch, warum zum Beispiel Yuki Tsunoda, Alonso hat sich leider gedreht, warum Yuki Tsunoda so extrem gehypt wurde, weil er hat extrem viele, teils sehr krasse Überholmanöver gemacht, aber vielleicht halt auch einfach in einem Auto, das extrem gut war. Überlegt mal, war Yuki Tsunoda seither wieder so auffällig im positiven Sinne? Selten. Ja. Und bei Alonso habe ich das Setup in die falsche Richtung entwickelt. Norris hat ein perfektes. Aber das kriegen wir easy ausgemerzt. Das ist im Prinzip das Einzige, was wir ändern müssen. Ich hätte das echt ganz cool gefunden. Stattdessen war das Finale 2021 ein doch etwas unwürdigeres. So. Hä? Wait. Ach man, das Spiel. Guckt's euch an. Guck. Das Spiel hat einfach... Warum setzt das Spiel das Setup nach wie vor immer wieder mal zurück? Ich will's verstehen. Ich versteh's halt legit nicht. Es ist einfach nur nicht gut. Ich check das gleich nochmal nach, Spiel. Wenn du das jetzt gemacht hast, dann deinstalliere ich dich. Danke. Nochmal nachchecken. Ja. Thank you very much. So, und dieses Jahr sind sie halt auf 7 abgerutscht. Hm. Ich glaube, mit P7 in der KWM hätte sich Vettel durchaus auch anfreuen können. Bald könnte es sogar noch P6 dann nochmal werden. Also eine Steigerung zu letztem Jahr. Ich glaube, mit P6, P7 und dieser aktuellen Trendkurve, wie das Team performt, könnte sich durchaus Vettel anfreunden. Es ist halt nur am Anfang der Saison nicht absehbar gewesen, dass sie irgendwann, ja, mal aus eigener Kraft vielleicht P6 oder P8 oder so holen können. Am Anfang der Saison waren sie halt mit Ach und Krach auf 12 und 17 quasi mit inmitten der drei schwächsten Teams. Im Prinzip alle Mercedes-Kundenteams waren komplett schwach, komplett unterlegen. Alonso hat sich leider gedreht. Nein, er hat einen Unfall. Minjung, sag doch, dass du schweren Frontflügelschaden hast. Was geht denn bei dir ab, Mann? Ah, das ist ein teures Wochenende. Es ist aber auch heftig, was für eine Entwicklung dieses Season jetzt genommen hat. Also, Anfang der Saison. Sehen wir mal die Front, die Teams an der Spitze. Oh, Stroll is dead. Sehen wir mal die Teams an der Spitze. Wir gucken uns jetzt nicht jeden Crash an, würde ich sagen, oder? Ferrari und Red Bull auf Augenhöhe gestartet. Ferrari, Red Bull. Und durch die technische Direktive wurde Red Bull auch nicht wirklich eingebremst, sondern eigentlich hat das nur Ferrari einen Knick in die Performance eingeheimst. Stark. Sehr gut. Dann haben wir jetzt gerade Mercedes auf 3. Die haben zwischenzeitlich, also in Miami sind die Mercedes nur wegen besserer Reifen am Ende an Bottas vorbeigekommen, weil Bottas einen Fehler gemacht hat. Also eigentlich war in Miami zum Beispiel Alfa Romeo ein stärkeres Auto. Das ist krass.
Die haben auch teilweise gegen Alpine und Haas gekämpft. Ja, wie sie jetzt gegen Ferrari und Red Bull kämpfen. Also die Entwicklung von Mercedes ist halt heftig. Und ich überlege jetzt schon, wie ich diese Season Awards dieses Jahr machen soll. Und eigentlich ist ja, wenn man es wirklich streng nimmt, Ferrari, gemessen an dem, wo sie die letzten Jahre standen, doch schon irgendwo eine positive Überraschung. Aber irgendwo fühle ich das auch nicht, Ferrari jetzt als Überraschung der Saison zu nehmen, weil sie hatten halt ein extrem starkes Paket. Also, Überraschung der Saison ist in diesem Jahr, finde ich, nicht wirklich, wo bist du gestartet oder so, sondern wo ging die Reise hin. Und wenn man die Reise von Ferrari performance-technisch sieht, dann ist das so, Überraschung der Saison im negativen Sinne wäre das fast schon eigentlich, weil sie relativ gut angefangen haben oder sehr stark angefangen haben als das stärkste Team und mittlerweile eher dritte Kraft sind. Das ist schade, aber finde ich, spiegelt halt so ein bisschen die Realität aktuell wieder. Red Bull ist eine positive Überraschung, weil die nach einem intensiven letzten Jahr noch so stark reingestiegen sind. Und also selbst wenn sie nicht 1,8 Millionen oder so überzogen hätten an hier britischen Pfund, ich glaube, sie wären diese Saison trotzdem extrem stark eingestiegen. Übrigens habe ich letztens jetzt was gesehen. Ganz kurz. Man kann, wenn man jetzt zum Beispiel Leclerc anklickt, man kann die Fahrzeugkomponenten hier, glaube ich, sehen. Ja, guck mal, man sieht, wie viel Prozent der Motor hat, das Getriebe, das ERS, schätze ich mal. Das ist cool. Das ist extrem cool. Und du siehst auch den Abrieb der Komponenten. Sehr, sehr geil. Red Bull ist super stark gestartet und auch super stark im Prinzip geblieben. Mit leichter Tendenz nach oben. Aber für mich wäre fast schon die Überraschung der Saison trotzdem Mercedes, weil die so heftig an Boden gut gemacht haben. Also wie gesagt, ich finde, die Mercedes-Entwicklung ist verrückt. Das ist jenseits von Gut und Böse. Wir nehmen mal die frischen Motorenkomponenten rein natürlich. Vielleicht nicht die frischsten, sondern die drittfrischste Komponente. Es ist Singapur, hier brauchst du nicht viel Motorpower. Seien wir mal ehrlich. So, es ist auf jeden Fall super, super stark, was beide Teams auf die Beine gestellt haben. Trotz so langem WM-Kampf letztes Jahr. Und es ist halt so ein bisschen besorgniserregend für die nächste Saison. Die Frage ist halt, kann Ferrari wirklich dann nochmal zurückschlagen? Einerseits, meine Hoffnung beruht darauf, dass man jetzt nächstes Jahr sagen kann, ey, sie haben jetzt quasi durch die technische Direktive was verloren. Nächste Season kommen sie wieder zurück, weil da ist die technische Direktive, weil sie müssen jetzt vielleicht etwas machen, um gegen die Zeitverluste der technischen Direktive anzukämpfen. Aber meine Sorge ist so ein bisschen, dass vielleicht das Momentum allgemein bei Ferrari gerade ein bisschen verloren geht. Wäre halt schade. Aber sorry. Ich halte beides für möglich. Und leider realistischer halte ich es. Für realistischer empfinde ich es, dass Ferrari vielleicht nächste Season ja wieder ein bisschen weiter hinterher ist. Das wäre auch schade, aber wäre halt so. Alpine war im Prinzip die ganze Saison über so ein bisschen Best of the Rest mit ein paar Ausnahmen. Es gab ein paar Situationen, da war Aston Martin extrem gut, ein paar Ausnahmen, da war McLaren sehr stark. Imola zum Beispiel, Norris der Einzige, der dieses Jahr ein Podium geholt hat, abgesehen von den Top 3 Teams. Alfa Romeo war vereinzelt extrem stark. Aber ansonsten war Alpine im Prinzip immer vorne mit dabei und stand sich nur selbst im Weg, wenn es dann in Richtung Motorprobleme oder so ging, die sie ja sehr oft hatten. Nichtsdestotrotz, gute Saison für Alpine. Also jetzt sind sie auch ziemlich safe gegen McLaren. Ich glaube, sie haben 19 Punkte Vorsprung. McLaren ist eigentlich gut. Also McLaren ist im Endeffekt jetzt, eigentlich ist McLaren vierte Kraft. Wenn man sich mal die Fahrertabelle anschaut und guckt, wo Lando Norris steckt, ist eigentlich McLaren vierte Kraft noch vor Alpine. Ricardo ist halt fahrerisch die negative Überraschung wieder gewesen, weil meine Hoffnung war halt, ey, vielleicht hat er das letztjährige Auto nicht verstanden, aber
entweder diese DNA des McLarens zieht sich jetzt bis in dieses aktuelle Fahrzeug rein. Oder Ricardo kommt halt, also ich weiß nicht, Ricardo kommt einfach mit diesem Auto nicht klar. Mit dieser Fahrzeugphilosophie, mit diesem McLaren allgemein. Weiß ich halt nicht. Ist irgendwie komisch. Aber eigentlich McLaren auch. Gigantische Steigerung von Bahrain, wo es überhaupt nicht lief, hin zu, die Saison war doch sehr souverän. Vor allem, wenn man sich Norris ganzen Punkteplatzierungen anschaut und da ist irgendwas gerade passiert. Magnussen hatte einen Unfall. Okay. Zum Glück hat es nicht unsere Fahrer getroffen. Entschuldigt bitte, ich habe gerade Nüsse gegessen. Irgendwas scheint mit deinem Halse stecken geblieben zu sein. Alfa Romeo ist verwunderlich. Die haben die ersten Rennen bis Kanada. Mit Ausnahme von Jeddah, Doppelausfall. Und Baku, nur P11 für Bottas. Immer gepunktet. Die haben im Prinzip die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rennen. In 7 von 9 Rennen haben sie gepunktet. In einem davon, in einem der zwei Rennen, wo sie nicht gepunktet haben, waren sie nur eine Position davon entfernt, in die Punkte zu fahren. Und einmal hatten sie halt ein DNF und hätten wahrscheinlich sonst trotzdem Punkte geholt. Also 9-mal Punkte tauglich gewesen. Ab da ging nichts mehr. Ab da Doppel-DNF in Silverstone. Und der erste Punkt kam wieder in Monza durch Joe Guan Yu. Und jetzt in Mexiko mal wieder ein Punkt von Bottas. Aston Martin, auch echt schlecht in die Saison gestartet. Ähnlicher Startpunkt wie McLaren. Hat auch eine Weile gedauert, bis es wirklich mal nach vorne ging. Aber dann ging es auch wirklich mal nach vorne. Erstmal aber nur im Quali. Was so ein bisschen kaschiert hat, wie gut das Auto irgendwann dann doch geworden ist. Aktuell ist es wieder so ein bisschen zurückgefallen, aber zwischenzeitlich war es echt best of the rest, zum Beispiel in Spa, würde ich sagen. Oder durchaus in der Nähe von best of the rest. Aber richtig, richtig starkes Fahrzeug mittlerweile. Auch da gute Entwicklungen genommen. Ich bin mal auf das Team-Duell Stroll-Alonso gespannt. Ich kann mir doch vorstellen, wie gesagt, Thema... Ich glaube, Vettel mit Hybridautos ist nicht der Perfect Fit. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Alonso Stroll noch ein bisschen deutlicher in die Schranken weisen wird. Haas, super gut gestartet in die Saison. Da hat sich am Anfang ein bisschen ausgezahlt, dass sie da so viel in dieses Season investiert haben. Und die letzten Seasons halt ein bisschen angespart haben. Aber seien wir mal ehrlich, selbst... Also sie haben das letztjährige Auto im Prinzip ja nicht entwickelt. Und sie sind letztes Jahr auch nur mit einem Auto angetreten, das technisch 1:1 das Vorjahresfahrzeug war. Und was ist das für eine schlechte Strategie, bitte? Guckt euch das mal an. Die Strategie geht durchaus 25 Sekunden schneller. Und trotz dessen ist Haas am Ende nicht wirklich überzeugend gewesen, finde ich. Also, sie haben... Okay, bis... Imola gepunktet. Ab da ging nichts mehr, bis Silverstone und Österreich mal ein bisschen eine Ausnahme dargestellt haben. Dann haben sie jetzt nochmal in Austin 2 Pünktchen geholt und einen Punkt in Brasilien durch den Sprint. Das war's. Aber wenn man sich halt die Formkurve von Haas anguckt, Alpha Tauri war eine extreme Ernüchterung. Bei Alpha Tauri geht halt wirklich gar nichts. Also wirklich, Alpha Tauri ist eine einzige Ernüchterung, was... das betrifft, weil die waren letztes Jahr, wie gesagt, meiner Meinung nach quasi eine Weile lang best of the rest. Oder in einigen Situationen. Oh, die starten alle auf Soft, interessant. Ja, und Williams. Auch schwacher Start, aber ging auch nie nach vorne wirklich. So, Alonso und Norris sind die zwei Bestplatzierten mit Mediums. Albon und Tsunoda haben noch welche. Daruvala und Stroll auch. Und Lewis Hamilton startet auf gebrauchten Softs. Genau wie auch im Prinzip alle in den Top 7 plus Ocon. Also Top 9, abgesehen natürlich von Norris, starten da auf gebrauchten Softs. Ich bin mal gespannt, weil ich glaube...
dass ich... Oh, ich habe bei Norris keinen überschüssigen Sprit mitgenommen. Das ist nicht gut. Ich glaube durchaus, dass ich die bessere Strategie habe. Weil wenn ein Safety Car kommt, habe ich halt die Softs bis zum Ende. Und ich glaube, dass mich... Und im Zweifel nehme ich halt harte Reifen mit. Ist auch okay. Ich kann ja mal dann einfach schauen, was die besseren Strats sind über Safety Car gesehen. Und ansonsten hoffe ich jetzt einfach mal mit den Soft-Startern mitzuhalten. Wenn beide sich jetzt schön ins DRS fräsen können, der jeweiligen Vordermänner, ist das gut. Norris muss jetzt aber auch schon ein bisschen pushen, um ins DRS-Fenster wieder zurückzukommen. Alles kein Problem, no risk, no fun. Ah. Und Charles Leclerc ist da auch schon aus dem DRS-Fenster von den Red Bull rausgefallen. Ja, bei Red Bull heiße Luft aktuell, die da im Team ist. Oder dicke Luft, eher gesagt. Heiße Luft ist ja ein bisschen was anderes wieder. Aber interessant, wie das aktuell so ein bisschen eskaliert. Ich habe da schon so ein, zwei Mal in einigen Ecken gesagt, was meine Meinung ist. Ich bin nicht überrascht von dem, was Verstappen gemacht hat. Bin ich ganz ehrlich. Und ich verstehe den Hype um den Vize-WM-Titel auch nicht ganz. Was halt wirklich überraschend kam, war halt nur der Funkspruch. Weil das war ein energischen Ton, den ich so nicht erwartet habe. Das war wirklich... Uftata. Aber ansonsten muss ich auch sagen, wer da jetzt sagt, boah, Verstappen zeigt jetzt sein wahres Gesicht. Ich bin ganz ehrlich, ich finde Verstappen, ich meine klar, das ist ja so ein bisschen dieses romantisierte, nicht nostalgische, oh, die haben sich lieb, die Fahrer, und der will dem unbedingt unter die Arme greifen oder sonst was so. Wo ich denke so, ja, nicht unbedingt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es für einen Rennfahrer durchaus auch cool sein kann, wenn ein Teamkollege nicht mal Zweiter in der Meisterschaft wird, weil dadurch wirkt es nochmal mehr so, als wäre deine Performance nochmal krasser gewesen. Weil wenn jetzt 1-2 am Ende steht in der Meisterschaft, dann kann jeder sagen, boah, wie überlegen der Red Bull war. Wenn der Red Bull jetzt auf 1 und 4 oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall jetzt sogar was passieren könnte. Ja doch, nee, wenn er auf 1 und 4 endet, weil vielleicht unwahrscheinlich, ich weiß, aber Leclerc und Perez DNFen, Russell gewinnt das letzte Rennen mit schnellster Runde, dann ist sogar Perez nur auf 4. Wenn Perez nur auf 4 ist, dann sieht es in den Geschichtsbüchern gar nicht mehr so aus, als wäre der Red Bull so überlegen, sondern dann wirkt es vielleicht so, als hätte primär Verstappen den Unterschied gemacht. Verstappen hat auch den Unterschied gemacht, versteht mich bloß nicht falsch, ne? Das ist keineswegs jetzt eine Geringschätzung seiner Leistung. Also das habe ich absolut nicht vor. Ich habe ihn ja die gesamte Saison über durchweg positiv bewertet. Außer für den ein oder anderen Zweikampf, den es jetzt halt mal wieder dann gab. Aber ansonsten super performt die Saison über. Also wirklich sehr, sehr starke Leistung gehabt. Aber trotz allem, es war natürlich auch das Auto, was extrem stark war, und im Zweifel willst du vielleicht immer so ein bisschen mehr was abbekommen, was für deine Legendenbildung hilfreich ist. Und dann nimmst du vielleicht auch gerne diesen Bonus von wegen, ey, er ist in einem Auto, in dem der Teamkollege nur Vierter wurde, Erster geworden. Wer weiß, vielleicht ist auch das sogar ein Hintergedanke. Ich will ihm das jetzt nicht unterstellen, so, aber Ich bin ganz ehrlich, das wäre für mich aber auch ein nachvollziehbarer Grund als der aktuell diskutiert wird, dieses ganze Monaco-Thema. Weil bei diesem Thema mit Legendenbildung, da geht es wenigstens um etwas, wo du halt, also ich weiß nicht, dieses Monaco-Ding ist halt so, wenn du wirklich ein halbes Jahr später deswegen angefressen bist, das ist halt so nachtragend, und Perez hat ja so viel ihm dann auch geholfen, so. Aber ich bin auch ganz ehrlich, wie gesagt, für mich persönlich ist halt dieses Thema nicht so heikel, weil ich mir, also der Funkspruch schon irgendwo, aber ob er den vorbeilassen hätte sollen oder nicht,
Ey, es ist mir so Latte. Ich sag's euch. Dieses Thema mit dem Vize-WM-Titel, ich verstehe, dass Charles Leclerc und Sergio Perez da aktuell sehr hinterher sind, weil für deren Legendenbildung ist es natürlich auch wichtig, ob sie zweiter, dritter oder vierter Mal in der Meisterschaft geworden sind. Absolut verständlich so aus deren Sicht. Aber ich sag, wie es ist, so für mich ist das nicht so spannend und jeder, der jetzt sagt, ey, Verstappen zeigt da mal seinen wahren Charakter. Ey, sorry, dass ich es euch sagen muss, ne, aber den hast du sehr oft auch schon gesehen und in, wie ich finde, weit schlimmeren Aktionen so. Das ist jetzt so in der, wie doof kannst du, oder wie mies kannst du dich verhalten, Skala, ist das, finde ich, eher so ein Medium-Ding. Das ist noch nicht so ein Ding, wo man sagen kann, boah, das ist High-Class-Premium-Blödsinn, den er jetzt angestellt hat. Zumindest das mit dem Positionstausch. Der Funkspruch ist natürlich erstmal meh. Das Einzige, was ich halt interessant finde an diesem ganzen Thema ist, es ist halt diplomatisch unfassbar unklug gewesen. Wenn deinem Teamkollegen das wirklich so wichtig ist, dieser Vize-WM-Titel, unabhängig davon, wie wichtig er jetzt mir ist, oder unabhängig davon, wie wichtig das Verstappen ist, aber wenn du merkst, dass es deinem Teamkollegen so unglaublich wichtig ist, dann gibst du ihm doch die Position, es ist nur P6, es sind nur 2 Punkte, er ist schon Meister, und sicherst dir quasi seine Gunst auch in der nächsten Season. Weil ich könnte mir vorstellen, Perez wird jetzt nicht, wenn Hamilton hinter ihm fährt oder so, den Anker werfen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, so ein Ding wie letztes Jahr Abu Dhabi, wo er sich halt sehr vehement verteidigt hat, könnte nächstes Jahr ein bisschen halbherziger aussehen. Und wenn es eventuell wieder so eng wird, dass es auf so etwas hinausläuft, schwierig. Perez hatte auch durchaus den Paul Ricard ja mal Perez vorbeigelassen und hat gesagt, let's get them. So, was könnte auch schwierig werden. Auch dieses Jahr in Spanien hat er ihn ja durchgelassen. Übrigens, ich sage auch, dieses Thema Platztausch, warum sage ich auch, also warum ich davon ausgegangen bin, dass Verstappen das definitiv nicht tun wird, er war eigentlich auch so oder so der schnellere der beiden Fahrer. Wegen der Reifen primär auch, muss man auch dazu sagen, weil Perez hatte die Medium-Reifen drauf, also übers Rennen gesehen ist Verstappen wahrscheinlich so oder so schneller von den beiden, aber ob an dem Tag weiß ich nicht, aber in dem Fall hatte Perez null Chancen, irgendwas da zu melden, weil seine, wir haben halt einfach schon im Sprint gesehen, Medium-Reifen gegen Softs kannst du vergessen und das hat sich im Rennen dann einfach nur noch bestätigt nochmal. Perez auf dem Medium, das war slow. Das war, da ging nix. Ja, und allein schon, weil er schneller ist, habe ich mir gedacht, das wird nicht passieren. Der wird Perez nie und nimmer vorbeiwinken nochmal. Ja, also wie gesagt, sehr schwieriges Thema in der Realität für viele Leute. Was ich halt nochmal heikler finde, ist, wenn dieses Monaco-Thema wirklich nochmal aufgerollt wird und wenn dann nochmal eine Untersuchung kommt und Perez da wirklich mal Absicht unterstellt werden kann oder nachgewiesen werden kann und das vielleicht wirklich so ist, dass Perez irgendwo gesagt haben soll, ey, ich habe das absichtlich gemacht, ich bin da absichtlich gecrashed, dann könnte das halt durchaus auch die Gesamtkarriere von Sergio Perez gefährden. Dann ist der schneller raus, als man Quidditch sagen kann im Zweifelsfall. Oder es könnte ein Problem werden. Ja. Im Endeffekt, was man festhalten kann, ist, es ist halt aktuell eine sehr image-technisch schwierige Zeit für Red Bull. Es ist ja schon seit 21, also 21 war komplette Schlammschlacht. Da haben sie es gut hinbekommen, am Ende Mercedes als Antagonisten darzustellen. So, und ich meine, das ist halt auch irgendwo eine geschenkte Geschichte gewesen. Unabhängig davon, auf welcher Seite man steht, ne, jetzt. So, es war ja einfach so in der Geschichtenerzählung, wenn der Underdog gegen den Platzhirschen kämpft, irgendwie ist es schon einfach, das so in eine Position zu pushen, dass der Underdog halt der
coole ist, der jetzt irgendwie uns mal ein bisschen Abwechslung beschert, so, und uns mal befreit von dieser Regentschaft des bösen Mercedes-Teams, das jetzt die letzten Jahre die Formel 1 unterdrückt hat. So, das hat dann auch ganz gut geklappt. Trotz allem gab es ja letztes Jahr die Schlammschlacht zwischen Mercedes und Red Bull. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, letztes Jahr image-technisch noch nicht so wirklich irgendwie ein Problem gewesen, aber seit sie jetzt im Prinzip ein bisschen Ruhe haben, habe ich das Gefühl, es gab sehr viele Geschichten, die image-technisch sehr schwierig für Red Bull waren. Ich sage noch nicht mal irgendwie Skandal oder das ist das Schlimmste, was sie je gemacht haben oder sonst was, aber seitdem wurde über die Budgetfrage diskutiert. Es wird im Prinzip seit letztem Jahr, gut, da hatten sie noch keine Ruhe, aber seit letztem Jahr wird über diesen WM-Titel noch diskutiert. Es wird aktuell dann rückwirkend über Monaco diskutiert, ob das so koscher war oder nicht. Und ob ein Fahrer von denen absichtlich gecrashed ist. Auch das ist unangenehm eigentlich, so ein Thema dann aufzurollen, ne? Oder aufgerollt zu haben als Teamführung. Und auch was jetzt in Brasilien passiert ist, ist halt auch so, da zeigt man zumindest nach außen, da herrscht dicke Luft im Team. Und das ist echt crazy. Also jetzt, wo man eigentlich meinen sollte, Red Bull ist an einem Punkt, da können sie im Prinzip nur sich selbst schlagen, tun sie es auch. Also seit Red Bull im Prinzip diese Ruhe hat. Ich meine, das Finale ist ja im Prinzip, das hat nur so ein bisschen, wie soll ich das formulieren, dass es auch jetzt nicht missverstanden wird. Im Endeffekt, also Red Bull ist ja im Prinzip nicht verantwortlich dafür, wie das WM-Finale jetzt ausgegangen ist. So, die haben ja nicht Michael Masi im Prinzip die Pistole an die Brust gedrückt. Sie haben natürlich schon gut auf ihn zugesprochen, so. Aber im Endeffekt war das doch schon etwas, das hat nicht Red Bull selbst irgendwie gemacht. Red Bull hat jetzt nicht gesagt, hey Perez, crash mal jetzt die Kiste absichtlich, damit ein Safety Car kommt, sowas, ne? Aber, und deswegen, da würde ich sagen, das würde ich vielleicht auch deswegen auch ausklammern, aber sowas wie zum Beispiel jetzt dieses Budget Cap Thema, das geht halt auf ihre Kappe, sowas wie dieses Mexiko Thema geht auf die eigene Kappe, Brasilien geht jetzt auf die eigene Kappe. Und das sind halt jetzt so Sachen, wo ich sage, ey, eigentlich sind sie jetzt in der Position, wie gesagt, Abu Dhabi mal ausgeklammert, wo sie jetzt mal wirklich Ruhe haben könnten. Und gerade jetzt geht's drunter und drüber, thematisch. Gerade jetzt, wo man wirklich mal sagen könnte, boah, jetzt kann das Red Bull Team, weißt du, jetzt gibt's keinen Mercedes mehr, jetzt machen sie keine Schlammschlacht mehr für einen Moment. Gerade jetzt ist so der Punkt erreicht, wo man echt das Gefühl hat, so, da bröckelt ein bisschen hier was, da bröckelt ein bisschen da was. Und das finde ich interessant, weil wenn sie halt nicht über das Budget gegangen wären, was auch immer es jetzt letztendlich war, wenn sie halt jetzt diese Perez-Thematik nicht an die Öffentlichkeit geschoben hätten, was letztendlich, würde ich sagen, durch Verstappen dann jetzt kam, dass der halt so Andeutung halt gemacht hat, deswegen haben ja die Leute erst angefangen zu spekulieren. Wenn man einfach so ein bisschen die Füße stillgehalten hätte, dann würde man jetzt eigentlich echt gut dastehen. Aber so wie es jetzt gerade steht, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Red Bull jetzt gerade schon irgendwo überall quasi fast schon das Feuer sucht, um damit zu spielen. Ist halt crazy. Ich frage mich halt, was das mit so einem Team macht, weil natürlich Red Bull ist ein extrem professionell geführtes und extrem professionelles Team, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das kein optimales Umfeld ist, wenn deine Fahrer sich nicht gut verstehen, also die beiden wichtigsten Mitarbeiter im Prinzip, wenn du Windkanalstunden gestrichen bekommst, sowieso. Also ich rede ja jetzt nicht davon, dass ich sage, oh Gott, die werden sich jetzt alle beefen und der eine schreibt einen Diss-Track über den und der gegen den und dann wird der eine die Kontostände vom anderen leaken oder so, sondern es geht halt wirklich de facto darum, die beiden Fahrer verstehen sich persönlich nicht mehr so gut anscheinend. Da wird es durchaus die ein oder andere Geschichte geben, wo wir halten mit den
Die fahren alle auf hart, ne? Also das ist gut. Oh, nicht alle. Interessant. Verstappen auf Mediums. Ach, Ricardo hat einen Fehler gemacht. Okay. Nice. Es geht ja schon so ein bisschen eher darum, dass da jetzt schon so ein bisschen was bröckelt, was halt auch handfest ist, ja, wo wir halt, glaube ich, uns alle einig sind. So, Perez, wenn der mal Verstappen nicht so easy vorbeilässt, dann könnte das durchaus zwischen Sieg und P2 entscheidend sein. So, und das sind halt so die Sachen, die ich aktuell sehr, sehr spannend finde, weil ich glaube, dass das, das hat zum Beispiel den 21. Unterschied gemacht, dass es so harmonisch lief. Kann man ganz einfach sagen, wenn Perez Hamilton im Finale nicht aufhält, hat Hamilton Freestop Abstand nach hinten, kann diesen Freestop nutzen, hat frische Reifen, kann sich wieder ein Freestop rausfahren und am Ende ist es egal, kommt ein Safety Car, kommt kein Safety Car, Hamilton hat einen Freestop, kann da easy peasy noch einen Boxenstop machen und ist durch. So, das wäre halt Abu Dhabi letztes Jahr gewesen, wenn Perez nicht so hart verteidigt hätte, zum Beispiel gegen Hamilton oder auch Paul Ricard, wenn Perez da nicht irgendwann Verstappen sehr schnell durchlässt und sagt, let's get them, dann kann es gut und gerne sein, dass Verstappen durch die ein, zwei Runden extra hinter Perez bleiben müssen und kämpfen. Da verliert er eine Sekunde, da verliert er Reifen, fährt von der Ideallinie runter, fährt sich die Reifen erstmal schmutzig, muss das wieder sauber fahren. Da verliert er nicht nur im Zweikampf vielleicht ein, zwei Sekunden und während er aufgehalten wird noch eine Sekunde, sondern auch im Endeffekt durch die schmutzigen Reifen danach nochmal eine Sekunde und das wirkt sich nachträglich nochmal aus. Wenn der Stint nochmal 10 Runden geht, da verlierst du nochmal eine halbe Zehntel pro Runde da. Vielleicht verlierst du da halt am Ende nochmal eine halbe Sekunde dadurch. Es ist halt, das snowballt halt alles mit rein. Und das finde ich halt gerade interessant, weil Red Bull, wie gesagt, finde ich, an einem Punkt ist, es könnte nicht besser laufen für die. Und interessanterweise, man könnte vielleicht so ein, zwei Parallelen ziehen zu Mercedes, wo ja auch durchaus 2014 bis 2016 Stress im Team herrschte. Und man der Meinung war, ey, die können sich eigentlich nur selbst schlagen. Und jetzt könnte der ein oder andere von euch sagen, ja Dave, in der Zeit, wo Rosberg und Hamilton im Team waren, sind die doch trotzdem jedes Jahr aufs neue Weltmeister geworden. Das ist richtig. Aber die waren konkurrenzlos vorne. Da war das eine absolute Ausnahme, dass mal ein anderes Team gewonnen hat. Mittlerweile kann Mercedes auch mal aus eigener Kraft gewinnen und man weiß nicht, wo die nächstes Jahr stehen. Weil anscheinend haben die an Entwicklungstempo nichts eingebüßt. Oh oh, ich muss hier pushen. Die haben nichts an Entwicklungstempo eingebüßt. Die haben dieses Jahr extrem krass weiterentwickelt. Und haben eine sensationelle Steigerung hingelegt. Ich kann mir doch durchaus vorstellen, das wird den ein oder anderen Red Bull-Titel doch noch erschweren. So, wenn man sich gewünscht hat, einfach entspannt noch ein paar einzufahren. Ich kann mir vorstellen, es wird jetzt schwieriger in Zukunft. Ja, also, keine Ahnung. Wie seht ihr das Thema? Was sagt ihr dazu? Teilt es mir mal gerne in den Kommentaren mit. Ansonsten wird ja diskutiert, dass Ricardo eventuell auch jetzt nächstes Jahr, also ab nächstem Jahr, wieder als Ersatzfahrer bei Red Bull anheuert. Böse Zungen können jetzt behaupten, gut, wenn Perez sich nicht an Abmachungen hält, dann wird er halt einfach rausgekickt. Aber Perez wird jetzt, wie gesagt, auch nicht den Anker werfen gegen Hamilton, weil dann ist er sofort raus natürlich. Sondern Perez wird halt ein bisschen weniger beherzt vielleicht in so Situationen reingehen. Und den Teamplayer würde er doch spielen, glaube ich. Aber halt mit so einem leichten Trotz drin. Das ist, glaube ich, das, was passieren wird. Und er hatte 2 Jahre Vertrag bei Red Bull. Und jetzt kommt's. Natürlich könnte Red Bull ihn dann rauswerfen. Die Frage ist halt, kann Ricardo so auf Augenhöhe performen mit dem, was Perez macht? Wenn sie dann Ricardo stattdessen einsetzen? Also erstens, wenn sie Perez rausschmeißen, um Ricardo einzusetzen. Du musst ja trotzdem eine fette Abfindung zahlen, weil, hallo Haas. Ach Gott. Er muss... das... 2 Sekunden verloren zu Leclerc, Mann. Alter, es ist so unfassbar.
Frage Nummer 1 ist natürlich, kannst du so eine fette Abfindung zahlen? Frage Nummer 2, oder willst du? Red Bull kann. Will Red Bull diese fette Abfindung zahlen? Und Punkt 2, kann Ricardo überhaupt diese Lücke füllen? Und was ist, wenn Ricardo irgendwann mal in diese Position kommt, tatsächlich Perez zu ersetzen, aber auch nicht unbedingt sich zurücknehmen möchte, sondern eigentlich doch lieber gegen Verstappen kämpfen möchte? Dann sind wir nämlich an dem Punkt, an dem vielleicht auch Ricardo nicht so gehorsam ist im Zweifelsfall. Insofern ist es eigentlich, hat eigentlich Perez eine relativ gute Position. Auch wenn er primär, also ich sag mal so, Perez hat mit Red Bull ein besseres Los gezogen als Red Bull mit Perez, so. Für Red Bull ist halt Verstappen unerlässlich und für Perez ist Red Bull halt so das beste Team, bei dem er sein kann. Nichtsdestotrotz würde ich aber sagen, dass eben letztendlich Sergio Perez nichtsdestotrotz einfach gute Karten hat, da einfach einen Standpunkt klar zu machen. So ein bisschen zumindest. So einen kleinen Sturm im Wasserglas. Wir müssen weiter ERS nutzen, wir müssen weiter Motorleistung nutzen. Norris hält jetzt so ein bisschen Perez auf, das ist ganz gut. Dadurch ist Alonso direkt wieder dran. Alonso wird mit Sicherheit den Undercut bekommen, weil er bis jetzt die Reifen härter beanspruchen musste. Und Sektor 1 gibt's Yellow. Kein Fehler, glaube ich, vor den vorderen. Es sei denn, es war nur ein sehr kleiner. Nö, Bottas nimmt Kurve 1 weit, war also auch auf jeden Fall auch nicht Sektor 1. Weil da ist Bottas, glaube ich, nicht. Ja, also wie gesagt, spannendes Thema. Gucken wir mal, wie es läuft. Bei Mercedes hat man so ein bisschen das Gefühl, es ist gerade wirklich alles Friede, Freude, Eierkuchen. Hamilton hat sich auch sehr für George Russell gefreut im Sprint. Ich weiß nicht, wie es im Rennen war, aber ich glaube auch da. Und es wirkte auch wie eine aufrichtige Freude. Natürlich wird er aber trotzdem sich nächstes Jahr lieber vor Russell sehen. Aber die Saison hat halt so viele Rennen, dass man da, glaube ich, sich so ein bisschen auch, ja, auch einigen kann im Zweifel. Muss man mal schauen. Also aktuell ist da noch alles positiv. Hoffen wir, dass es so bleibt, weil am besten ist es ja immer, wenn Harmonie herrscht. Vielleicht herrscht das ja auch nächstes Jahr bei Aston Martin. Da ist ein bisschen dicke Luft. Wobei Vettel das sehr gelassen nimmt, weil er bald eh in Rente geht. Und bei Alpine ist auch sehr viel dicke Luft da. Wo Alonso von Ocon jetzt auch nicht allzu begeistert ist. Aber die Frage ist halt, wird er nächstes Jahr denn begeistert sein von Lance Stroll? Weil der wird... Der scheint jetzt auch nicht weniger Chaoskopf zu sein, als es Ocon manchmal ist. So, Norris kein DRS mehr. Alonso hingegen schon. Sainz ist noch nicht im DRS-Fenster. Er fährt aber auch auf harten Reifen, also... Oh, Perez auch. Interessant. Ich probiere jetzt aber auch nicht wirklich alles, um hier an Perez dran zu bleiben. Wir haben uns insgesamt schon gut gegen Albon absetzen können. Ich glaube, das ist so ein bisschen das höchste der Gefühle, was wir jetzt mit dem Medium-Reifen erreichen können. Die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt reifentechnisch? Also der Soft wäre natürlich irgendwann erstrebenswert, aber wann? Runde 31 für Alonso, Runde 32 für Norris. Oder wir warten und splitten so ein bisschen und hoffen auf einen Safety Car bei einem der Autos. Ich wäre dafür, dass wir das ein bisschen bei Norris noch hoffen. Die Frage ist natürlich, wo kommen wir wieder raus? Vor Ocon und Stroll? Hoffentlich, weil dann ist im Prinzip ein bisschen egal, wo die Autos sind. Wenn wir vorne rauskommen, dann haben wir halt einfach freie Fahrt. Das ist dann alles entspannt. Norris kann sich vielleicht aber auch ein bisschen durch Sainz ziehen lassen, ne? Ich push mal mit Alonso ein bisschen.
Null sparen wir mal ERS. Da. So, let's go. Nee, 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 bleib ruhig dahinter. Save mal deine Ressourcen bitte. Danke. Lass Alonso ruhig mal pushen. Im Zweifel kann dich auch Sainz überholen. Ist alles nicht schlimm. So. Wir saven jetzt mal richtig was an. 30 Sekunden immer noch ungefähr zu Ocon. Das sollte eigentlich reichen. Oh, Alonso ist jetzt gut weggezogen schon. Dann lasse ich vielleicht nochmal ein, zwei extra Runden pushen mit dem Modus. So, Norris ist jetzt dran an Sainz. Das ist so ein bisschen die Position, in der ich ihn auch haben wollte. Hinter Sainz kann jetzt ein bisschen pushen. Kann sich ein bisschen durch ERS ran robben. DRS, sorry. Ein bisschen vielleicht ERS saven. Ich will aber auch eigentlich nicht, dass Sainz jetzt durch das ERS von Alonso profitiert, ne? Durch das DRS. Mann, warum verwechsel ich aktuell so oft ERS und DRS im Sprachgebrauch? Versteh's nicht. So. Alonso jetzt an der Box. Norris muss mal kurz ERS zünden. Damit er zwingend auch an Sainz dranbleibt. So, aber ab jetzt kann er auch ein bisschen was saven. Also vor jeder DRS-Zone kann ich jetzt auf jeden Fall mal saven. So, und Alonso kommt in der Tat 4 Sekunden vor Joe Guanyu raus, also etwa 26 Sekunden verloren, glaube ich. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Alonso wird sich jetzt, denke ich mal, gut ranrobben nochmal. So, Norris. Mal gucken, was das für eine Pace jetzt ist, die Sainz fährt. 43,3 in der letzten Runde. Eieieiei. Ist halt immer gefährlich, wenn so ein Ferrari plötzlich halt einfach angast. Also Ferrari ist halt einfach auch schnell, muss man halt mal sagen, ne? Ja, und so sehr die zum Meme werden, ne? So sehr auch immer wieder bei Ferrari so diskutiert wird, so, boah, die... Oh nein, come on, Alter, es ist doch... Bro, fährt der eigentlich ohne Frontflügel? Oh Gott. Das ist jetzt nicht wirklich euer Ernst. Dass das mich jetzt 2 Sekunden kostet. Och Mann. Und das ist jetzt auch gefährlich mit Joe Guan Yu, weil der auch nicht so unendlich weit weg ist von Norris. Also das ist eine sehr gefährliche Position leider. Ich hole ihn direkt rein. Bringt nichts. Oh je. Ah, wird eine Runde später. Na gut, können wir uns mit Alonso eventuell nach vorne carryen. Oh, Mann, 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 Mann. Alonso auf jeden Fall jetzt gute Pace. 42,4. 42,8 wäre Sainz gefahren. Also Norris hätte nur 4 Zehntel jetzt verloren in dieser Runde zu Alonso. Das wäre eigentlich ganz gut gewesen. So hat er halt wirklich, wirklich, wirklich federn lassen nach hinten. Und da ist der Nächste. Hä? Ah, oh, Norris ist an einem Alpine dran. Was fährst du für eine Pace? 44,0? Da musst du wahrscheinlich auch gerade überrunden, oder? Okay, ganz kurz. Wir bleiben noch eine Runde dahinter. Ich bin interessiert daran, was jetzt hinter dem Alpine geht.
nicht viel. Eieiei. Nice, er geht rein. Halleluja. Ich dachte, dass es zu spät sei. 10,3 Sekunden von Alonso zu Bottas. So, Reifenwechsel. Gasly eine 42,4 gefahren, also es wäre durchaus gut geworden. Ja, und wir sind gerade so noch mit Norris vorne geblieben. Und da ist schon wieder der Haas. Digi, mal Memes aside, ne? Ist nicht cool. Das ist halt wirklich nicht cool, wenn da so ein Auto langsam rumdümpelt. So. Mit Alonso mal ein bisschen ERS saven. Norris hat jetzt sogar 5% frischere Reifen. Das sollte eigentlich echt gut taugen nochmal. Der sollte jetzt auch an Alonso nach und nach rankommen. Und dann werden wir versuchen, Alonso mit ins Gepäck zu nehmen und mit ihm irgendwie nach vorne zu kommen. Das ist jetzt mal der Plan. Birgt natürlich immer so ein bisschen das Risiko, dass beide Autos miteinander kollidieren, aber wenn es gut geht, sind wir auf P7 und P8. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Aktuell holen wir einen Punkt, sind damit 60 Punkte vor Mercedes und 90 Punkte vor Alpine. Alpine punktet aktuell stärker als Mercedes, da Pierre Gasly richtig gut punktet. Und Hamilton gar nicht. ...8,8 Sekunden noch nach vorne. Ja, also ich kann leider noch nicht so viel mit den Hebeln... Ich kann noch nicht so viele Hebel betätigen, leider, dass Norris hier schneller rankommt. Will ich aber auch ehrlich noch nicht. 3, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 0, 2, 9, 2, 8, 2, 7. Also wären wir an Sainz dran geblieben, hätte ich durchaus hier nochmal ein bisschen länger das versucht, ne? Weil, fährt jetzt auch wieder 42,5. Norris fährt jetzt 41,9, also da geht noch ein bisschen was, aber... Kann man durchaus vorstellen, dass es ein bisschen... was gebracht hätte. DRS und Windschatten bringt immer was, ja. Im Videospielkosmos ist das ein Riesenvorteil. So, jetzt haben wir beide Autos ungefähr auf einer Höhe. Jetzt kann Alonso mal 2-3 Runden richtig anpacen mit DRS von Norris. Und wenn er ERS nutzt, geht da richtig was jetzt. So, jetzt zum Beispiel. Weil jetzt hat Norris DRS. Alonso nutzt ERS. Und damit sind wir noch 3 Sekunden entfernt von Albon, der hier komplett den Anschluss verloren hat. Wait, der fährt immer noch auf dem ersten Satz Mediums, ne? Krass. So, wieder mal ERS nutzen. Norris wird schnellster Rennrunde. Nutzen wir wieder ein bisschen was. Und jetzt in den Overtake-Modus. Auf geht's. Vorbei am Alpine. Alpha Tauri, my bad. Alonso muss hier schnell weg. Damit Albon kein DRS bekommt. Norris verliert hier leider unendlich viel Zeit gerade. Alonso mit schnellster Runde, super. So, jetzt kann er vorbei. Mit Alonso saven wir wieder ERS. Mit Norris sind wir mal wieder im Standardmodus, 6,5 Sekunden nach vorne. Also Magnussen und Bottas sollten wir eigentlich knacken noch in den nächsten Runden. Das sollte drin sein für beide Piloten. So. Alonso. Norris sind wir jetzt dran. Sehr schön. Ah. Schade, die DRS-Zone war es noch nicht. So, jetzt aber. Wieder ERS bei Alonso nutzen.
DRS bei Norris. Ja, weniger als 6 Sekunden. Zeiten hüpfen natürlich ein bisschen hin und her jetzt durch dieses ganze Rumgespiele. Aber wir sind ziemlich gut im Bereich, wo wir jetzt mindestens nochmal eine halbe Sekunde oder so pro Runde aufholen. Letzte Runde darf ruhig bei Alonso bleiben, alles gut. Ja, letztes Jahr hatten wir hier durchaus die Chance auf einen Doppelsieg, ne? Och Gott, da ist wieder der Ruwala, Alter. Meine Güte, ey, nehmt dieses Auto doch bitte mal aus dem Rennen. Ey, das wäre wirklich eine Neuerung, die ich mir fürs nächste Spiel oder für ein Update mal wünschen würde. Schmeißt die Autos, die keinen Frontflügel haben, bitte aus dem Rennen. Das kann's nicht sein, ey. Dass der hier jedes Mal aufs Neue, jetzt wieder Norris, über eine Sekunde gekostet hat. Das ist unfassbar. So, Norris pusht, um da nochmal an Alonso wieder ranzukommen. Alonso mal kurz auch Reifen schonen lassen von mir aus. So, damit Norris hier definitiv dran ist. Sehr schön. Alonso carried jetzt so ein bisschen gerade Norris hier und da. Beziehungsweise greift ihm da ordentlich unter die Arme. So. Ich glaube, carrying könnte auch Norris selbst. So, unter 3 Sekunden jetzt. Mit Norris save ich jetzt zu viel an. Kein DRS. Ärgerlich. Macht der Motormodus manchmal doch ein bisschen mehr aus, als ich dachte. So, 2,4 Sekunden. Das Ding ist, jetzt könnte man sagen, ja gut, Dave, du musst dieses ganze Spielchen nicht machen, um die Autos vor dir zu kriegen. Das stimmt technisch gesehen schon. Alter, Albon ist viel zu lang drin gewesen. Wir haben ihm quasi jetzt einen Boxenstopp nochmal abgenommen, ne? Als der viel zu lang jetzt draußen war. 16 Runden auf Soft, also die fahren doch durchaus echt nicht so lange. Also die fahren nicht optimale Stintlängen, würde ich behaupten. Nee, das stimmt an für sich. Ich könnte Magnussen und Bottas wahrscheinlich auch bekommen, wenn ich das alles jetzt nicht mache, was ich jetzt hier tue. Aber vielleicht können wir da sogar noch in Richtung Russell denken. Und falls sie jetzt einen Fehler machen, dann sind sie auch besser abgesichert. Die Fahrer. So, Alonso ist jetzt dran. Stark. Jetzt können wir mal mit beiden Autos kurz komplett auf Ressourcen schonen gehen. Wenn die trotzdem überholen, ist gut. Wenn nicht, bin ich auch damit fein. 16 Sekunden noch zu Russell dann. Ist halt ein bisschen weit weg, aber die Mediums sind halt auch relativ alt, ne? So. Norris erstmal im Standardmodus. Boah, Alonso round the outside hier versucht er es. Alter Falter. Bleib mal im Overtake-Mode. Danke. Alonso an beiden vorbei. Norris an einem. Norris am anderen. Krass. Nein! Okay, jetzt aber Norris am anderen. So, and let's go.
Norris geht jetzt auch vorbei, dann an Alonso gleich. So, mit Alonso versuche ich jetzt noch ein bisschen dran zu bleiben. Aber Norris wird sich irgendwann abkapseln müssen, weil Norris hat noch gute Chancen, da vorne die Position zu holen. Mit Alonso, da muss ich halt so ehrlich zu ihm sein und zu mir selbst. Da geht halt nicht so super viel. Norris hat halt jetzt 5% mehr auf den Reifen. Also wir können mit beiden Autos natürlich ein bisschen noch pushen, aber schaut euch mal an, wo Norris am Ende mit den Reifen sein wird und wo Alonso sein wird am Ende mit den Reifen. Also das ist schon eine gewisse Differenz, die da auch herrscht. Ich werde jetzt trotzdem Alonso so lange mitziehen, quasi wie das geht. Aber 13,2 zu Russell, also das ist schon krass. Also die Runde war echt nicht schlecht. 1,30,4, wow. 1,40,3. Was ist gerade mit meinem Gehirn passiert? Ich weiß es nicht. So, mit Norris können wir auch noch nicht so viel mit dem ERS und so spielen, leider. Mit Alonso können wir aber doch durchaus in jeder DRS-Zone dann runtergehen mit dem Modus und so. Sekunden. Wow. Ich bin impressed. 11,8. Die Pace sieht sehr gut aus. Wir haben eine Sekunde wieder aufgeholt. Und noch sind wir nicht wirklich im Push-Modus, ne? Also es ist noch nicht der Punkt, wo ich wirklich mit Norris sage, hey, nutz deine Reifen. Und noch ist wirklich der Punkt, wo ich sage, ey, wartet ab. Your time will come. Ich finde es aber auch krass, dass Pierre Gasly natürlich jetzt auch auf dem besseren Reifen als Sainz, aber trotzdem mit dem Ferrari dann mithält. Das ist halt wild. Anders wild. Ja, und jetzt sind wir übrigens auch an dem Punkt, ne, wenn Norris nicht dreimal im Prinzip aufgehalten wird bei der Überrundung von Daruvola, dann ist er jetzt auch in einer anderen Position. Also dann fehlen ihm nur 4 statt 11 Sekunden zu Russell oder so. Trotzdem, eine Sekunde jetzt aufgeholt. Sehr schön. So, weniger als 10 Sekunden. 47% auf den Softs vorne. Wir haben 8 Runden. Okay, mit Norris kann ich eigentlich jetzt schon den höheren Push-Modus nutzen. Okay, let's go, komm mal, Fernando. Du ziehst mal jetzt eine Runde noch Norris. Der saved jetzt mal ein bisschen was. Er leistet jetzt mal so ein bisschen Vorarbeit. Er nutzt seine Ressourcen, damit wir mit Norris, der dann seine Ressourcen noch nicht nutzt, damit er diese 7/10 zum Beispiel jetzt zufährt, ohne dass Norris wirklich extra Geschichten nutzen muss. So, Russell schont jetzt gerade sogar ein bisschen ERS, spart ein bisschen was. Und in dieser Runde sind wir trotzdem spürbar näher gekommen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen das Ziel. Und diese eine Runde hat uns, glaube ich, jetzt richtig was gebracht. So, warte. Auf geht's. So, let's go. Alonso bleibt jetzt mal dran. Okay, ist auch egal, ist nicht so wichtig. Aber Norris.
Musik passt gerade extrem gut. Ah, 7/10 näher gekommen. Und wie gesagt, wir haben gerade ein bisschen was gesaved. Ich hoffe, das hat auch gut gepasst jetzt irgendwie. Weiß ich halt nicht, ob das wirklich geholfen hat oder nicht. Ich hoffe schon. Glaube schon, weil Alonso hat eine Runde halt wirklich sich das Herz aus dem Leib gefahren. Und in dieser Runde haben wir mit Norris jetzt halt Windschatten gehabt auch noch. Und DRS. 1:40.0. Das sind fast 3 Sekunden, die wir in dieser Runde zugefahren haben zu Russell. Das ist enorm. Das ist genau das, was ich wollte. Oh, save alles. Du fährst gleich... Du läufst gleich auf einen Williams auf. Hol ihn dir auf der Geraden. Und hol dir das DRS vor allem. Nice. Perfekte Überrundung. 4,8 Sekunden noch. 4,7. Das ist so ein bisschen eine Situation wie letztes Jahr in Paul Ricard mit Sergio Perez und Max Verstappen. Let's go get them. Dass wir sogar noch mal mehr für Norris getan haben als ja im Prinzip Perez für Verstappen, weil Perez hat im Prinzip Verstappen einfach vorbeigelassen und wir haben jetzt halt wirklich, wirklich, wirklich nochmal einen Boost gegeben an Norris. Also das war die 40-0, die kam nicht aus dem Nichts, sondern das war halt wirklich gerade einfach Alonsos Verdienst. So, davor und auch danach waren wir im 41er-Bereich jetzt. 41,8 die ganze Zeit konsequent, auch als Norris noch vorne war, by the way. 41,2 jetzt mit diesem extra Pushen. Das wird mit Sicherheit so 1,2 Sekunden oder so einen Unterschied gemacht haben. So, mit Alonso bin ich jetzt komplett am Schonen, weil der ist Achter, der soll einfach so ins Ziel fahren, das ist alles gut. Lando Norris hingegen kann jetzt noch ein bisschen was holen. 41,6, 1,3 Sekunden wieder näher gekommen. Oh Mann ey. Ich push nochmal zum Ende hin ein bisschen. Ich will... Es ist halt klüger, wenn die Reifenkurve so verläuft, statt wenn sie so verläuft. Ich will halt, dass wir zum Ende hin nochmal den Reifenvorteil ein bisschen größer haben. Deswegen eine Runde nochmal ein bisschen Geduld haben und jetzt können wir vielleicht nochmal ein bisschen Tempo anziehen. So, dann holen wir halt jetzt nur eine Sekunde auf. Aber passt schon. There we go. Eine Sekunde. Da haben wir ein bisschen Reifenprozente gespart. Auch gut. So, jetzt mal alles nutzen, um im DRS-Fenster gleich zu landen. So, werden wir so oder so. Schön. Sieben Zehntel. Okay, jetzt geht's flat out weiter. Wir könnten nämlich doch Pierre Gasly holen. Er überholt direkt, sehr schön. Okay. Nein! Alter, ich hab sogar... Wie, Unfall mit mehreren... Oh no. Das war Mick Schumacher, oder? Ich formuliere es vorsichtig, die Mick Schumacher KI in diesem Spiel ist schon sehr dumm, oder? Ah, Safety Car. Schade.
Heißt, das Rennen geht genauso zu Ende, wie es jetzt gerade steht. Nichts wird passieren. Schade. Ich hätte gern nochmal die Verfolgung von Pierre Gasly aufgenommen. Hätte echt gern gewusst, ob wir da nochmal eventuell hätten was starten können. Happens. Aber sehen wir es positiv. Wir haben Mercedes 2 Punkte abnehmen können in dieser 3 Punkte in einer doch recht umstrittenen Saison. Und Verstappen gewinnt hinterm Safety Car. Perez dahinter, Leclerc, dann Sainz. Keine Überraschung in den Top 4. Gasly auf 5 überrascht, finde ich schon ein bisschen. Auf 6 dann Norris, auf 7 Russell und auf 8 hätte eigentlich auch Fernando Alonso sein müssen. Ja. Stark von Norris, stark von Alonso. Warum der Ruhler mitfährt, fragt mich bitte nicht. Also, es gibt ja so eine Mechanik im Game, wenn dein Auto einen beschädigten Frontflügel hat, musst du diesen wechseln. Es ist ein Unding, dass sie es jetzt nicht so umsetzen, dass es auch für... Also anscheinend gilt es ja nur, wenn du im Prinzip einen... Er will dann immer noch ein 91er Rating, aber fährt so schlecht in der Saison. Scheinbar gilt es ja nicht, wenn du keinen Frontflügel mehr zum Wechseln hast. Das ist eine sehr dumme Mechanik, wie ich finde. Sie sollten das unbedingt ändern, dass du ohne Frontflügel einfach gar nicht mehr rausfahren darfst. Dann hast du halt Pech gehabt. Oder von mir aus kriegst du für 2 Millionen einen Ersatzfrontflügel gestellt. 70 Punkte zu Mercedes. 3 Punkte weggekommen, 28 Punkte dahinter dann Alpine. Wie gesagt, die sind aktuell sehr stark unterwegs. Und Fernando Alonso war eigentlich echt gut. Das ist jetzt eine enttäuschende Leistung. Ja, natürlich interpretiert das Spiel das genau so, aber eigentlich war Alonso beeindruckend und Norris war herausragend. Also, ja. Wir haben nicht mehr genug Chassis. In 4 Tagen ist Japan. Wow. Cool. Notfallfertigung. Machen wir direkt 2. Frontflügel brauchen wir auch haufenweise. Machen wir einen schnell, damit er sich safe bis Japan durch ist. Chassis haben wir 3, Frontflügel aktuell 2, 3 Heckflügel, 4 Seitenkästen, 2 Unterboden. Wait, 4 Unterboden, 4 Seitenkästen. Ah, Heckflügel wird auch knapp. Ging ja auch zu Bruch in Singapur. $29 million, aua. Upgraden. Ja, Leute, Japan wird interessant. Also, wir sind jetzt bei 263 Punkten. Ich glaube, wir hatten letztes Season 288 Pünktchen. Oder 292. Was davon stimmt? Dave Gaming F1 Manager Uncut. Wie viel hatten wir Ende letzter Season? Habe ich auch letztens noch geschaut. Dass ich das vergessen habe, ist... spricht nicht unbedingt für mich. 288 Punkte hatten wir. Ja, 25 fehlen noch. Nachdem ich vor kurzem dachte, so, boah, könnte noch schwierig werden, weil wir brauchen doch recht hohen Punkteschnitt noch. In 5 Rennen 25 Punkte oder halt 26, um es zu überbieten, das letztjährige Ergebnis. Sehe ich dann doch noch kommen. Also bin ich aktuell nicht ganz so, ernüchtert, sagen wir es mal so. So.
Werte Damen und Herren, Rennvorbereitung Japan. Samstag wird es regnen, Sonntag nicht. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn es euch gefallen hat, dieses Rennen, dann lasst gerne Daumen nach oben. Dann gerne Abo raus, weil beim nächsten Video dabei sein. Bis demnächst.